Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind mittlerweile wieder in Deutschland und ich bin euch natürlich noch ein Fazit schuldig. Erstens zum Van, zweitens zum Biketrip, drittens zu Lakebike und das machen wir jetzt einfach alles in einen als Abschluss. Ich zeige euch außerdem so eine kleine Roomtour hier im Van, weil viele geschrieben haben, hey, zeig doch mal das Auto, zeig doch mal den Van. Da habe ich zweimal gesagt, hey, der Dominik von Friendship hat da das 9 Plus Ultra schon gemacht. Aber egal, heute machen wir das nochmal selber. Als allererstes, wie hat der Biketrip mir gefallen? Also, Punkt Nummer 1, der Biketrip als solches war schon mega. Mal so 2 Wochen wirklich unterwegs zu sein, das habe ich bisher noch nie gehabt und hat mir einfach mega viel Spaß gemacht. Ihr habt ja die Videos gesehen und die einzelnen Fazits zu den einzelnen Orten. Ich muss allerdings wirklich sagen, mir hat es am meisten Spaß gemacht, mit dem Van unterwegs zu sein. Ich hätte tatsächlich gar kein Hotelzimmer gebraucht. Ich weiß nicht, wie es jetzt im Detlef, also in unserem Transit gewesen wäre. Allerdings mit so einem Auto hier brauchst du eigentlich wirklich kein Hotelzimmer. Und mir hat es mega gut gefallen, von A nach B zu fahren und alle 2 Tage oder 3 Tage irgendwie zu wechseln, spontan einen Tag länger zu bleiben oder halt auch, wenn das schlechte Wetter einbricht, dann irgendwie weiterzuziehen. Das hat mir mega gut gefallen und mir kam es so vor, als wäre ich jetzt einen Monat oder so unterwegs gewesen. Ich weiß nicht, woran das gelegen hat, aber irgendwie kam mir das alles viel, 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 viel länger vor. Dann unsere Unterkunft beim Lakebike oder beim Farkasee eher gesagt, bei Lakebike und am Kagelhof war mega. Also versteht mich nicht falsch, mega cool auch dann nochmal eine große Dusche und sowas zu haben. Aber die hatten wir auf den meisten Campingplätzen irgendwie auch und das war nicht wirklich ein Manko für mich. Ich hätte auch mich am Farkasee auf dem Campingplatz stellen können und da waren tatsächlich auch irgendwie krasse Campingplätze. Da war wirklich, wirklich viel los und ich glaube, da wäre man mit so einem Auto auch auf jeden Fall gut bedient. Wie es aber mit dem Detlef, also unserem Transit, weitergeht und wie meine Meinung dazu ist, ob ich den jetzt verkaufe oder nicht, das erzähle ich euch am Ende vom Video. Wir gehen aber jetzt erstmal rein und ich zeige euch ein bisschen was von diesem Detlef. Der ganze Aufbau ist auf einem Fiat Ducato. Super cool, weil der Fiat Ducato hat eine Breite von 1,95, sodass ich halt ich selbst mit 1,79 gemütlich komplett hinten drin liegen konnte. Das fand ich sehr, sehr schön. Von außen gehen wir mal eine kleine Runde. Das Ding hat übrigens ein Luftfahrwerk. Das ist der Überluxus, wenn man auf dem Campingplatz nicht schief liegen will und keine Keile benutzen will. Da hat man hier so eine Fernbedienung drin. Ihr habt es bestimmt in den Videos gesehen. Einfach der Übershit. Die Reifen und die Felgen optisch 10 von 10. Also das ganze Teil optisch 10 von 10. Kann man nicht anders sagen. Kommt mal mit nach hinten. Wir gehen eine Runde nach hinten. Hinten war das oder ist immer noch das Bike Rack drauf. Allerdings habe ich den Fahrradträger jetzt abgemacht, weil sonst ragt das zu weit aus unserer Einfahrt raus. Das Ding konnte man dann ganz entspannt aufklappen. Ich kann es euch einmal kurz zeigen. Das hat man dann hier aufgeschraubt. Ihr habt es bestimmt auf den ein oder anderen Videos gesehen. Und dann zieht man hier diesen Splint raus, klappt das auf. Die Räder sind dann hier drauf und dann kann man das Ding ganz normal, also dann kann man die Türen ganz normal öffnen. Das ist mega geil. Hier oben ist noch einiges an Equipment, das haben wir alles nicht gebraucht. Ich nehme euch später einmal mit hoch, damit die Michi nicht mit gebrochenem Finger hochgehen muss. Dann eine Sache, die auf jeden Fall ich mir auch anschaffen muss, sind diese Stühle von Frontrunner. Mega geil, mega klein, super schnell aufgebaut. 10 von 10 die Dinger, fand ich übertrieben gut. Wir haben auch hier so ein Solarpanel mit dabei. Damit sind wir eigentlich, also wir hatten wirklich gutes Wetter und eigentlich hätten wir komplett autark tatsächlich stehen können. Also es war wirklich gar kein Stress. Wir haben das immer aufgeladen dann und am Brandner Teil zum Beispiel, da wollte ich irgendwie nicht das lange Kabel auslegen und erst waren wir weit weg vom Strom und das war einfach alles super, super easy. Hier den Tisch verstaut, den habt ihr auch gesehen in dem ein oder anderen Video. Die Dometic Kühlbox haben wir tatsächlich zu Hause gelassen, weil wir die nicht gebraucht haben, weil drinnen noch ein Kühlschrank ist und der ist einfach wie ein Kühlschrank zu Hause. Also einen größeren Kühlschrank hätte ich zu Hause eigentlich auch nicht gebraucht. Schieben wir mal wieder aus.
Wenn ihr euch für die Elektronik und Wasser und Pipapo interessiert, dann auf jeden Fall beim Dominik das Video einschalten, also bei Freundship. Hier ist der Wassertank hinter, hier die ganze Elektronik. Die Elektronik hatte sich tatsächlich irgendwie so einmal aufgehangen und da haben wir ganz schnell eine Nachricht geschrieben und der Dominik hat uns super, super schnell weitergeholfen. Danke nochmal für den schnellen Support. Die ganze Elektronik ist hier hinter, super übersichtlich eigentlich, aber ich habe halt von sowas echt keinen Plan. Da müsste ich mich schon reinlesen, wenn ich sowas selber bauen wollen würde. Dann seht ihr hier schon das Bett. Wenn das jetzt ein Bike-Van wäre, also wenn ich jetzt so ein Van haben wollen würde, müsste tatsächlich das hier höher liegen. Und dann müsste es irgendwie, müssten wir hier noch ein bisschen Platz einsparen, dass wir auf jeden Fall eine Bike-Garage haben. Das hat dann natürlich nicht mehr so eine schöne, ich konnte tatsächlich einfach chillig im Bett sitzen. Ich kann es euch theoretisch einmal zeigen. Also ich konnte tatsächlich hier ganz entspannt im Bett sitzen und perfekt eigentlich. Allerdings würde ich, wenn ich lange unterwegs bin und die Bikes nicht draußen lassen will, würde ich eine Bike-Garage doch bevorzugen. Aber gehen wir mal rein. Dann kommt mal rein in die Gutstube. Hier haben wir drin gelebt. Ich bin schon tatsächlich ja so ein bisschen traurig, ne, dass wir den wieder weggeben. Die Sitze habe ich nur einmal einen Sitz gedreht. Die sind mega bequem. Also der Po tut erst sehr, sehr spät weh, auch wenn man vom Farkasee lange nach Hause fährt. Dann hier die Fenster mit Sonnenverdeck oder halt, wenn man möchte, auch nur mit Fliegengitter. Haben wir tatsächlich jeden Tag so benutzt und mega, mega praktisch. Ich weiß nicht, wie gut die Dinger jetzt isoliert wären, wenn wir jetzt im Winter unterwegs gewesen wären. Aber ich denke mal, da wird sich Dometic schon irgendwie was bei gedacht haben. Die ganze Elektronik hier oben, alles nicht so wirklich spannend. Wasserpumpe ein, aus, Abwasser unten. Dann Batterieanzeige, die haben wir oft benutzt. Die ist jetzt tatsächlich auch nur auf 29%, verbraucht aber irgendwie gerade nichts. Klimaanlage haben wir auch nie benutzt. Und hier ist der besagte Kühlschrank. Der ist super geräumig, sogar mit Gefrierfach, was wir nicht benutzt haben. Und der hat so einen Quiet-Modus, dann kann man den einstellen und dann ist der über Nacht nicht so super laut. Kühlt dann auch nicht so extrem, aber wir haben den eigentlich permanent fast auf diesen Modus laufen lassen und die Kühlung war definitiv ausreichend. Was ich mega gut finde, ist, dass hier dieses Kochfeld von Dometic Abstellfläche bietet oder Arbeitsfläche, ne? Hier drunter hat man dann die zwei Platten, um zu kochen. Hier haben wir Wasser und alles, was man eigentlich so braucht. Wir hatten ein bisschen am Anfang zu kämpfen, irgendwie war der Gasdruck nicht so krass oder irgendwas war da nicht ganz gut, weil Wasser kochen hat ewig gedauert. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ihr Camper-Profis, weil wir sind ja absolute Anfänger, ob es normal ist, weil auf der anderen Flamme ging es voll gut. Hier mega smart gelöst, super einfach auch das Ganze. Ist einfach hier hinter Herd und Heizung Anschluss. Ich würde allerdings, glaube ich, lieber eine Dieselstandheizung haben, statt die auch über Gas laufen zu haben, weil irgendwie kann ich ja nicht sehen, wann die Gasflasche leer ist. Oder bin ich blöd? Also ich weiß es nicht. Dann hier ist Toilette und Dusche drin. Auch super, super schick. Alles ist schick. Man sieht natürlich, dass der schon ein bisschen unterwegs gewesen ist. So die ein oder anderen Gebrauchsspuren sind dann doch vorhanden. Allerdings, das ganze Teil ist einfach unglaublich mega gut. Auch die Lichtsteuerung hier, super smart. Ich musste erstmal ein bisschen auswendig lernen natürlich, wo was wie wo ist. Aber dann lief das alles ganz, ganz gut. Hier hinten unser Bett oder ja, doch unser Schlafgemach, Bett. Wir haben immer hier unser Tablet hingeklemmt und dann konnten wir von hier ganz gemütlich, ich muss mal hier jetzt so hin, ohne die Füße jetzt abzulegen. Ihr seht jetzt, ich liege hier ganz, ganz entspannt. Ich vermisse das schon. Das war mega, mega schön. Hier ist ein Fenster verbaut. Das kann man aufkurbeln. Auch hier wieder Fliegenschutz und Sonnenschutz. Alles, was man so will und braucht. Hier waren unsere Klamotten. Meine Klamotten sind übrigens immer noch drin. Zumindest teilweise. Diese Knöpfe finde ich auch mega, mega geil. Also wenn ich mir irgendwann mal tatsächlich sowas selber bauen will,
Aber darüber sprechen wir später erst, dann muss ich diese Knöpfe haben. Gut, wir gehen nochmal raus. Ich glaube, so die kleine Roomtour hat gereicht. Und dann nehme ich euch einmal kurz mit aufs Dach. So Leute, ach ja, Markise auch von Dometic. Haben wir jeden Tag benutzt. Top, kann ich nicht meckern. So, ich nehme euch jetzt einfach mal mit hoch und zeige euch, was oben so ist. Und nehme dann gleich die Kamera einmal mit. So ist das Ganze hier oben am Dach. Hier ist ein Dachträger verbaut, der ist auch noch einiges an Licht befestigt. Wir haben gestern Nacht, als wir nach Hause gekommen sind, mal die Leuchten vorne angemacht auf einer Landstraße im Wald, wo keine Laternen waren oder so. Und es war so krank hell, also wirklich übertrieben. Das alles, was hier am Dach ist, also Ersatzreifen, dann noch eine Tasche und ein Kasten auch von Frontrunner. Ich habe gar keine Ahnung, was da drin ist. Ich habe das nie aufgemacht, haben wir auch nicht gebraucht. Aber sieht natürlich schon irgendwie saucool aus. Dann hier, falls man sich mal im Matsch festfährt, haben wir auch nicht gebraucht. Wir sind nicht im Matsch unterwegs gewesen. Und hier sieht man dann von oben aufs Bett runter. Ja, jetzt habt ihr alles gesehen. Ach ja, da vorne ist natürlich die Klimaanlage. Klimaanlage haben wir nie benutzt, weil es, haben wir einfach nicht gebraucht. Wenn man gut durchlüftet in Österreich. Und Heizung haben wir allerdings auch nicht benutzt. Also war eigentlich, Temperatur war perfekt für unseren Trip. Und kann man nicht meckern. Jetzt gehen wir noch mal kurz in den Van runter und ich bespreche noch mal kurz mit euch, wie es denn jetzt weitergeht mit unserem Transit oder ob ich den jetzt verkaufe und mir sowas hier zulege oder umbaue. Ach, okay, Leute. Erstmal, was für ein krasses Erlebnis, mit so einem Van hier reisen zu dürfen. Bin ich mega happy, dass wir da die Gelegenheit hatten und super dankbar, auch diese Erfahrung mal gemacht zu haben, ob mir sowas überhaupt taugt oder ob ich doch so eher so der Hoteltyp bin. Und ich muss tatsächlich sagen, ich bin nicht so der Hoteltyp anscheinend, weil das hat mir wirklich, wirklich gut getaugt. Am allerliebsten, wenn ich nicht beruflich viel mit dem Auto unterwegs sein müsste und die Michi halt auch hin und wieder mit dem Auto weg muss, weil nicht immer Homeoffice geht, wäre so ein Wagen absoluter Traum. Würde ich mega, mega gerne haben. Ich würde sogar mir vielleicht die Mühe machen, das Ding kaufen, hinstellen und dann nach und nach ausbauen selber, sodass man es wirklich so hat, wie man gerne möchte. Ich habe ja den Fehler oder wie auch immer gemacht, dass ich den Transit gekauft habe mit einem Ausbau von Detlefs, was eigentlich ja eine coole Sache ist. Also so, wenn man einfach drauf loslegen will, ohne viel gemacht zu haben. Allerdings, jetzt sehe ich hier sowas, komplett custom, selbst ausgebaut, mit allem, was man haben will. Und das ist natürlich schon mega. Ich glaube, ich würde zum Beispiel auf diese Duschkabine verzichten, eine Außendusche haben und als Notfall irgendwie so eine Trenntoilette in sowas hier drin haben. Und dann kann man das ausziehen und dann hat man da halt die Toilette drin für den Notfall. Weil wir haben die meistens, wir haben die gar nicht benutzt. Und das war völlig überflüssig für uns, weil wir so oft am Campingplatz waren. Und ich glaube, eine Toilette und eine Dusche findet man immer als Biker irgendwie, vor allem wenn man in Bikeparks unterwegs ist oder wenn man dann so eine Trenntoilette hat für Notfall, dann passt das sowieso. Leider habe ich den Transit ja erst dieses Jahr gekauft oder finanziert, besser gesagt. Und wir werden erstmal versuchen, uns den so ein bisschen schön zu machen, weil wir uns einfach kein drittes Auto leisten können und ich nicht meine Jobs mit so einem Auto hier hinkriege aktuell. Wenn sich beruflich alles ändert, ich würde sogar hoffen, dass es so in den nächsten Jahren sich einiges ändert, dann ist sowas auf jeden Fall an erster Stelle. Und dann kann man sowas halt dann auch mal im Alltag von A nach B, kurze Strecken oder sowas, mal eben mit sowas auch fahren. Ne? Wenn man dann weiß, man kriegt einen großen Parkplatz und so. Das lässt sich alles mit so einem Auto halt auch erledigen. Aber so für einen Urlaub, absoluter Traum. Und ich bin sehr, sehr happy. Der Detlef wird allerdings noch bleiben und wir werden ihn
versuchen so ein bisschen schick zu machen. Wir haben schon jetzt einen Fahrradträger, wir haben noch ein Taschen-Upgrade, das habt ihr alles noch nicht gesehen. Und das wird jetzt alles die nächste Zeit kommen. Und dann müssen wir, ach ja, eine Bikehalterung für drinnen haben wir auch schon. Aber wir sind einfach noch gar nicht dazu gekommen, da großartig viel jetzt umzubauen. Und wir haben ja auch erst irgendwie eine Nacht da drin, nee, zwei Nächte am Bikefest in Willingen gepennt. Und ich glaube, man muss so eine Reise nochmal machen mit dem Auto, um nochmal so eine Bindung zu kriegen. Weil ich habe jetzt schon eine Bindung zu diesem Auto, obwohl es gar nicht meins ist. Und wir einfach damit nur 2 Wochen unterwegs gewesen sind. Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das so seht, ob ihr so ein Auto auch im Alltag fahren würdet oder ob ihr sagt, das ist too much, würde mich sehr interessieren. Ja, in diesem Sinne, Leute, beenden wir das Video. Ich zeige euch noch ein paar schöne Ausschnitte vom Van hier im Sonnenuntergang und dann bringe ich den am Montag zurück zu Dometic. Lasst ein Abo da, wir sehen uns in den nächsten Videos. Bis dahin, ciao, ciao.